Herzlich willkommen, meine lieben Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute spielen wir mal gemeinsam Resident Evil. Ja, wir werden das heute mal antesten. Das ist schon die neuere, also die abgedatete Demo-Version. Die alte Demo-Version habe ich schon gespielt. Und ich weiß also in etwa, was mich erwartet. Aber da die Demo ja nochmal grundlegend überarbeitet und erweitert wurde, bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es mich denn hier weiter verschlägt. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und starten das Spiel. Still. Und er hat uns nicht gerettet, oder? Resident Evil 7, Beginning Hour. Entkommen Sie aus dem Haus. Ja, und das werden wir jetzt versuchen. Und dann schauen wir mal. Das ist ein alter Fernseher. Ja, das ist noch ein sehr altes Modell. Sie haben keine Videokassette. Okay, das scheint also, dass wir eine Videokassette brauchen. Hier unten liegt nichts. So, dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Ja, ob das eine gute Idee ist mit dem Klavierspielen. Wir lassen es mal lieber sein. Hier fehlt eine Sicherung. Das haben wir auch gesehen. Und wir sind nicht alleine. Oh, was haben wir denn hier? Ich werde sie an den Steinen, an den Sternen. Doch, ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Okay. Dann lassen wir das doch mal so stehen. So, haben wir hier noch was, was uns helfen könnte? Hier ein alter Kamin. Und was ist das? Können wir erstmal nichts mit anfangen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wagen wir uns hier mal raus aus diesem Raum. Denn das müssen wir früher oder später wohl tun. Nichts, was uns weiterbringt. Hier eine Schublade öffnen können wir auch nicht. Im Spiegel sehen wir uns auch. Dann sehen wir nur die Taschenlampe. Schade. Sieh mal an. Ein Puppenfinger. Ja, was es mit dem wohl auf sich haben wird, mal schauen, ob wir es herausfinden.
So. Nach oben gehen wir. Doch, kommt, lasst uns nach oben gehen. Mal nachschauen, was uns hier holt. Hier sind wir zumindest alleine. So scheint es. Können wir hier was in den Schubladen öffnen? Nein, wieder nicht. Okay, also hier oben scheint nichts für uns parat zu sein. Dann werden wir wieder nach unten gehen. Guten Tag, die Dame. So. Schauen wir mal. Und hoffen, dass uns hier nichts Böses erwartet. Ja, ist schon eine gruselige Stimmung, oder Leute? Was meint ihr? Ist doch alles sehr beängstigend ruhig hier. Und wir haben aber auch schon die ein oder anderen Schritte gehört. Uah. Na, das sieht ja sehr interessant hier drin aus. Hier oben auch öffnen? Nee. Vielleicht ist das auch besser so. Meine Mikrowelle. Oh. Das sieht wohl nach einem Stück Fleisch aus. Jetzt wissen wir nur nicht, von welchem Tier oder Mensch. Es könnte ja auch ein Mensch sein. Hoffen wir mal, dass es ein Tier ist. Da kommt hier nicht unbedingt raus. Wenn wir das öffnen. So, hier ein Schatten von uns. So. Ach, hier, ein Kochtopf. Na, was ist da drin für uns? Ach, hey. Weg du. Weg mit dir. Tja. Aus dieser Küche möchte ich kein Essen haben. Schauen wir mal weiter. Dieser Schrank ist verschlossen. Also, das heißt, wir können den eventuell öffnen. Schauen wir mal, ob uns hier noch was erwartet. Oh je. Das arme Tier. Aber hier haben wir einen Bolzenschneider. Ja, damit müssten wir die Kette doch aufbringen. Und sieh mal an, eine Puppe. Na, liebes Püppchen, wird der Zeigefinger zu dir? Hier. Können wir ihn kombinieren? Wahrscheinlich nicht. Okay, na gut, dann lassen wir die erstmal hier. Kommen die vielleicht sogar raus aus dem Haus? Nein, wir brauchen einen Schlüssel. So, vielleicht ist dieser Schlüssel ja in dem Schrank da vorne. Dann gehen wir mal hin und hoffen, dass hier keiner jetzt urplötzlich um die Ecke kommt. Nee, scheint frei zu haben. So. Auf mit dir. Jetzt hoffen wir mal, dass uns kein Zombie oder ähnliches entgegenkommt. Nein. Eine Videokassette. Ach, sieh mal eine an. Verfallenes Haus. Sonst noch was Nützliches? Nein. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Fernseher. Und schauen uns doch mal dieses Video an. Ja, wir können auch ein bisschen schneller unterwegs sein. Oh. Schnell hier rein. So, dann schauen wir uns doch mal das Video an.
Riesentypen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? So, dann gehen wir doch nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. So, geht ihr mal voran. Wir bleiben hier ein bisschen in Deckung. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir? Ja, gehen Sie mal vor. Warum? So, hier liegt noch kein Tier. Probst du auch mal? Wie ist das später mal? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. So, dass jemand hinterherkommt? Nicht. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Ein oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? André? Und André ist weg. André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy... Was leuchtet da oben? Du bleibst bei mir. Da gehen wir ihn mal hinterher. Was war das denn? Hast du das gehört? War das Klavier. Gut, dass wir das vorher nicht gespielt haben. Ich denke, dass wir da kurz aufmerksam gemacht hätten. Wo zum Teufel ist der? André, wo bist du, Mann? Kamin. Was zur Hölle? Ah, sieht mir an. Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Jetzt hat er wohl ein bisschen Angst bekommen. Weil wir natürlich nicht. Wir sind hier von der harten Sorte. Ah. Führt eine Leiter runter. Wollen Sie vorangehen, junger Herr? Ja. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Tja, dann werden wir mal nach unten gehen, wenn der gute Herr nicht möchte. Was ist? Ich würde sagen, wir können schon weit nach unten.
Was ist hier? Und hier ist es doch sehr düster. War es ja oben noch recht hell. Hier ist ein Tür. Ach. Die grüne Neune. Das sieht nicht gut aus. Filmriss. Ach, und jetzt liegt hier ein neuer. Nein, ist noch der alte. So, dann werden wir doch mal probieren, ob wir hier an diesen Kamin ziehen. Ja, das können wir. Und dann müssen wir da jetzt wohl hinabkriegen. Denn wir sind ja hier alleine. Und wir wollen ja das Rätsel lösen. Hintertürschlüssel, da haben wir ihn. Und die Leiter ist sogar weg. So, das heißt, wir müssen jetzt den langen Weg bis zu dieser einen Tür laufen. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Oder ob uns etwas Böses erwartet. Oder überrascht. Wir schauen mal. So. Ja. Ach, sieh mal an. Wir kommen hier doch durch die Tür. Hier war wohl das Badezimmer. Und ich vermute ja, dass wir hier den Bolzenschneider. Können wir damit vielleicht was anfangen? Na gut, sieht nicht so aus. Ja. Hier ist ein Fahrrad am Baden. Na dann. Was haben wir denn hier? Pistolenmunition. Okay. Dann müssen wir ihn auch öffnen. Wir haben leider nur noch keine Pistole, aber das deutet alles darauf hin, dass uns hier doch wohl noch etwas Größeres erwartet. Und wie die Pistole. Ein leeres Notizbuch. Ja, und wir die Pistole auch zum Einsatz anscheinend bringen müssen, wenn wir jetzt schon Munition finden. So, was haben wir denn hier noch? Eine leere Schublade mit irgendwelchen Briefen drin. Verschlossen. Okay, das heißt also, wir müssen doch zur anderen Tür. So, ist hier vielleicht was Neues aufgetaucht? Auch nicht. Oh oh. Wir sind definitiv nicht alleine. Das heißt, ich gehe hier mal schnell durch die Küche. Tüdelü. Also, sie sind doch bestimmt nicht von alleine abgefallen, oder?
So, kommt Leute, wir rennen durch. Das muss er doch sein, der passt. Und willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie. Still. We gotta get the hell out of here. Come on. Hat es ihn erwischt. Er konnte uns also gar nicht mehr befreien. Und der nächste Filmriss. Tja, und wir haben anscheinend ein schlechtes Ende getroffen. Und das scheint es auch gewesen zu sein. Das heißt, es gibt hier noch mehrere Lösungen. Und die werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch einmal austesten. Denn wir haben ja jetzt noch gesehen, wir haben den Finger, den wir noch lösen können, was der Finger mit zu tun hat, der Puppenfinger. Wir haben in dem Bad ein Rohr gefunden, wo man anscheinend etwas dranhängen konnte. Wir hatten Pistole und Munition, ja, aber wir haben die Pistole noch nicht. Und wir hatten ja da wo wir bei dem Bad waren, da war ja auch noch eine Gittertür, ja? Der war ja auch verschlossen, da sind wir ja gar nicht durchgekommen. Das heißt, es erwarten uns noch viele Lösungswege anscheinend in dieser Demo und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Für diese Folge soll es das erste Mal gewesen sein. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.